Hallo zusammen, ich möchte euch nochmal ein paar Layouts zeigen. Ich scrappe ja gerade nicht so viel, aber ich habe hier noch einiges rumliegen, was unbedingt mal in ein Album muss. Und ich glaube, das sind so viele, dass da schon wieder ein Album voll wird. Und bevor ich die jetzt wegpacke, dachte ich, zeige ich die kurz. Die sind, glaube ich, noch aus dem, sogar aus dem letzten Jahr, also 2021. Also schon ein bisschen älter. Kann ich hier gleich mal testen, wie gut das klebt. Weil ich gerade neulich was in der Hand hatte, was total auseinandergefallen ist. Gerade diese Puffy-Sticker von Hip Kid Club sind da abgefallen. Aber hier scheinen die richtig gut zu kleben. Ja, das ist definitiv ein Hip Kid Club Kit gewesen. Und auch Hip Kid Club Exclusive Die Cards, die auf jeden Fall bei dem Papier hier, bei den ausgeschnittenen Sachen bin ich mir nicht sicher. Ah doch, ich glaube, das waren auch so Tags und so, also so schon fertig. Die habe ich, glaube ich, nicht ausgeschnitten, sondern die waren schon so. Genau, das ist alles noch mit diesem Kit. Das war, glaube ich, so ein Sommerkit, entweder Juli oder August. Und ja, das war genau meins. Also die Farben waren total toll. Und da hatte ich, glaube ich, auch irgendwie ein paar Tage frei. Und ja, auch niemand hier zu Hause außer mir. Und da habe ich die Zeit gut genutzt, um ja, mal so richtig schön alleine zu scrappen. Ja, hier diese dicken Papprahmen habe ich hier verwendet. Und diese, ja, das sind so Clear-Sticker. Da war ich ganz mutig und habe die mal benutzt. Ich habe es ja nicht so mit so matten Sachen und so glänzenden. Wenn man so guckt, sieht man das nicht. Und finde ich, geht es auch. Aber wenn da so das Licht drauf fällt und es so glänzt, mag ich gar nicht so gerne. Aber mit diesen Acetate-Teilen war das auch ganz schön. Das waren so, so wie Mandalas oder Traumfänger. Und die habe ich einfach genau zerschnitten. Ich habe diesen Papprahmen, also dieses Chipboard draufgeklebt und dann ja, aus Überstand halt einfach nur abgeschnitten. Wie diese Dinger waren das. Oh, der klebt nicht mehr. Okay. Ja, da klebte das nur mit diesem Chipboard-Teil. Aber schnell wieder draufgeklebt. Ja, dann kam, glaube ich, schon so ein herbstliches Kit. Ich glaube, das ist Paige Taylor Evans. Oder ich habe da vielleicht auch was Älteres benutzt. Keine Ahnung. Das war jetzt nicht so meins. Aber es passte perfekt hier mit dem Schlafanzug meiner Tochter. Das waren etwa die gleichen Farben. Und das hier, dieses Design mit diesem senkrechten, ja, Papier, ist auch so eins meiner Lieblingsdesigns. Da funktioniert immer richtig gut. Genau, dieses Papier kam mir da auch entgegen. Das ist auch hier so einmal so ein senkrechter ja, Farbstreifen. Hier habe ich mal wieder einen Cut-File benutzt. Hier war, ah ja, hier ist, das ist ein, glaube ich, ein Wiki-Button-Papier gewesen mit so einem runden, ja, wie auch immer, mit so, wie so Regenbogenfarben aneinander gepackt. Das habe ich zerschnitten und ja, einfach nochmal so neu aufgeklebt. Ein bisschen Distress Inks. Und hier so ein paar Elemente nur dazu, dass das Foto schön zur Geltung kommt. Hier habe ich den Rest verwendet. Ein super kleines Foto hier auf so, so einer Journaling-Karte. Hier habe ich dieses mit so einem Skalpell diese Klammer ausgeschnitten und das Foto so drunter. Sieht man das? Warum stellt das hier nicht scharf? Genau, da sieht man es, ne?
auch hier nur so ein paar Elemente, die Blumen ausgeschnitten aus einem Pad and Paper. Hier diese Wellen, winzig kleinen Schmetterlinge. Was ist hier heute los? Ja, das ist so ein Layout, wo ich denke, oh, komisch. Naja, bisschen dolle, also bisschen viele Blumen so. Aber ja, kann ich jetzt auch gar nicht mehr sagen, was für ein Kit das war. Also ich glaube, das ist hier so, könnte Wikibooten alles sein. Schauen auf dem Papier, ja, möglicherweise. Ja, hier mal wieder so ein ganz einfaches Layout, aber wie ich finde, total schön mit den Blumen. So ein Kreis in der Mitte ist ja immer, gibt ja immer schon so eine tolle Form vor, wo man schön den Rand dekorieren kann. Dann finde ich, reichen auch so zwei größere Ansammlungen irgendwie vom Zeug und sieht doch mal ganz schön aus. Ja, hier nochmal auch wieder so ein eher senkrecht orientiertes Layout. Ich glaube, das war auch so ein, vielleicht so das September-Kit mit diesem so Back-to-School-Thema. Ja, hier mal wieder ein bisschen Mixed Media. Hier habe ich mich inspirieren lassen von Katharina. Ich verlinke mal ihren Kanal unten in der Infobox. Sie hat so ein ähnliches Layout gestaltet. Dieses Papier ist ja schon an sich voll mit verschiedenen Mustern und Farben. Und ich habe hier einfach noch so ein bisschen, ich glaube, das ist einfach nur Gesso. Und so ein bisschen Goldfarbe verdünnt aufgetragen. Ja, und dann hier so Journaling-Karten aufgebraucht. Blumen, glaube ich, sogar ausgeschnitten aus einem Papier. Ja, hier nochmal ein Layout, so fast Ton in Ton. Also die Hintergrundfarbe und hier so alle möglichen türkisen Farbtöne kombiniert mit so ein bisschen Pink und so ein leichtes Lila. Gefällt mir auch sehr gut. Fotos sind ein bisschen dunkel geraten. Was sieht hier auf der Kamera noch dunkler aus, als es tatsächlich ist. Ja, hier nochmal so ein Schulthema. Ich habe mal ein ganz altes Foto rausgekramt von meinem Sohn, von seiner Einschulung. Na ja, und jetzt kommen wir schon zum Winter. Die Winterkollektion bzw. die Weihnachtskollektion von HipKid Club finde ich immer richtig schön. Und ein paar Sachen habe ich auch gemacht. Und ja, auch mein Dezember-Tagebuch. Das findet ihr auch auf meinem Kanal, wenn ihr mögt. Hier habe ich ja einfach nur die Streifen Papier natürlich, so als Ankerpunkt und dann das Foto und ein bisschen dekoriert. Auch ein ganz einfaches Design. Wenn man es so rumhält, ist es auch wieder dieses Senkrechte, was ich oft benutze. Und das lässt sich genauso gut auch so, ja, so horizontal anwenden. Das gefällt mir auch richtig gut, das Layout. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht mit diesen Kreisen. Das mag ich auch sehr gern. Und hier diese soften Farben von dem Kit. Ja, sind echt total schön. Ja, hier hat das Papier mir schon so einen Weihnachtsbaum vorgegeben und den habe ich ja, irgendwie dekoriert. Ja, ein großes Foto dazu. Noch so ein paar Kleinigkeiten hier in der Ecke und fertig. Wird sicherlich auch so irgendwie als Stern benutzen können, einfach nur. Und hier vielleicht sein Foto und Deko, aber ja, ich habe es hier so als Weihnachtsbaum genommen. Hier ist auch noch mal wieder so ein senkrecht orientiertes Layout mit einem großen Foto
Und hier auch nochmal so ein von oben angefangen, hier mal wieder mit einem Cut-Pfeil. Ja, das finde ich auch mal ganz gut mit so einem Streifen fast in der Mitte. Ja, diese Farben von dem Kit dieses Jahr waren wirklich, wirklich schön. Das sind ja immer eher so softe Farben, nicht so knallig. Und auch nicht so nur Rot, Grün und Gold zum Beispiel, sondern viel Türkis und Rosa. Das finde ich, mag ich total gern die Kombination. Ja, hier ist nochmal so ein Layout, was auch so ein bisschen minimalistischer ist. Einfach ein kleines Foto, so ein Chipboard-Rahmen und so ein paar ja, Ephemera und Chipboard, bisschen Enamel Dots. Hier habe ich tatsächlich, was ich gerade gemeint habe, dieses Rot und Grün benutzt. Das passte einfach zu dem Foto und die Teile, die eben in diesen klassischen Rot-Grün-Gold-Farben waren, habe ich dann hier so für das Layout verwendet. Das war definitiv das, ich glaube, Dezember- oder Januar-Kit. Ich glaube, Dezember-Kit, aber ich bin mir nicht sicher. Das waren auch so richtig schöne, ja, fast kalte, grau, hellblau, dunkelblau Farben in dem Kit. Richtig, richtig schön. Hier habe ich auch wieder so ein großes Foto genommen, ein paar Papierlayer dahinter und ein bisschen Embellishment drumherum. Einmal hier auch so fast so eine schräge, also optisch so eine schräge gemacht. Hier auch wieder ein großes Foto. Hier habe ich, glaube, Distress Inks oder nee. Ich glaube, Heidi Swap Color Shine diese Farben verwendet. Ja, das glänzt so ein bisschen, also einfach nur so aufgesprüht und so ein bisschen drumherum gesplattert. Hier mal diese ja, diese Foliensticker verwendet. Tue ich mich ja mal ein bisschen schwer, aber wenn es so groß ist, hier fand ich es ganz okay. Es ist einfach nicht so viel anderes drumherum. Ja, hier ist mal was ganz anderes dazwischen. Das war eine Challenge von unseren Scrap-Challenge-Mädels. Da ging es ums Sticken, auf dem Layout sticken oder nähen. Und ja, mache ich gar nicht. Habe ich nicht die Geduld zu und auch überhaupt gar keine Lust zu. Deswegen habe ich hier so ein bisschen geschummelt. Und ich habe mal von einer Freundin so ein ganz spezielles Papier bekommen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist so ein... Ja, das, also ich weiß gar nicht, was das für ein Papier ist. Das ist wie so ein, sieht aus wie so selbstgeschöpftes Papier. Das ist auch ein bisschen dicker und ist so ganz strukturiert. Und da war das schon drauf, also dieses Gestickte. Also es ist mit der Maschine gemacht. Das war so ein 12x12 Bogen. Und den habe ich dann genommen und habe sozusagen ein bisschen geschummelt und habe einfach hier anhand dieser, also das ist ja nicht so hübsch, aber es passt irgendwie zu diesem crazy Foto. Und habe hier auch so eine ganz alte Kollektion von Maggie Holmes genommen und so ein bisschen, ja, dieses irre Muster, was da noch drauf war, so abgedeckt und dann eben für mich so genutzt als ja, so Grundlage, um da so ein paar Embellishments drauf zu packen. Ja, und somit hatte ich die Challenge mit dem Sticken auf Papier mit ein wenig Schummeln auch gelöst. Und also das war so ein Papier, das hatte ich schon ewig und ich wusste nie, was ich damit machen soll. Und das war jetzt perfekt und ich freue mich total, dass ich das so ja, dafür benutzen konnte. Und letztendlich,
dieses Türkis und Pink ist ja meine Lieblingsfarbkombination, freue ich mich, dass ich das Papier verwenden konnte. Und den restlichen Streifen hier, da habe ich noch zwei Geburtstagskarten draus gemacht. Also super aufgebraucht, das Papier. Dann habe ich hier nochmal so ein Winterlayout mit einem älteren Foto von uns. Hier so einen Rahmen verwendet. Hier noch ein Winterlayout. Ja, hier habe ich so eine von dem Project Life Kit so eine Karte benutzt. Dieses, glaube ich, 2x8, kann das sein? Sind das diese 2x8 Karten? Oder 3x8? Und ja, einfach hier nur so ein paar Blümchen dazu und den Titel. Die habe ich, hier wollte ich einfach nur mal noch ein Layout machen mit den Sachen und habe einfach so ein paar gleiche Fotos von meinem Sohn aufgeklebt, so dass das hier gar nicht irgendwie ein Winterthema ist, und habe aber dieses Kit aus dem Januar oder Dezember dafür genommen. Das ist nochmal ein Layout für die Scrap Challenge Mädels. Da war die Challenge Washi Tape zu verwenden. Und da habe ich das hier so als, ja, als wie so ein Rahmen benutzt. Und hier habe ich auch Washi Tape noch hintergeklebt. Und das Layout habe ich gestern Abend gemacht, nach langer Zeit. Ich versuche ja, meine Kits aufzubrauchen und die Kollektion, die ich habe. Also ich habe jetzt seit Januar kein Hip-Kit mehr und habe dementsprechend wenig gescrappt. Ich setze mich immer hin und will irgendwas machen und schaffe es irgendwie nicht. Habe aber Project Life gemacht und das zeige ich euch auch, wenn ihr mögt, in einem anderen Video. Ja, das waren meine Layouts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich packe die jetzt der Reihenfolge nach in ein Album und dann stehen sie zum Angucken hier auf dem Regal. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!